Musikschulnews TV des Verbandes Deutscher Musikschulen auf der Musikmesse 2013. Ich bin jetzt bei HearSafe und bei mir ist Eckhard Beste. Ja, schönen guten Morgen, Herr Daimling. Schönen guten Morgen, Musikschulnews. Wenn ich jetzt nicht direkt in die Kamera gucke, dann liegt das daran, dass ich dem Herrn Daimling aufs T-Shirt gucke und da sehe ich Verband Deutscher Musikschulen. Ich freue mich schon, euch hoffentlich wiederzusehen auf dem Musikschulkongress 2013 in Bamberg. Denn auch dort wird dieser Stand, den ihr gesehen habt, vertreten sein und damit auch die Firma HearSafe und die Dinge, die wir tun. Was tun wir denn? Ich will mal den Herrn Daimling bitten, einmal rüber zu schwenken zu dem Kollegen, der gerade Abdrücke von Ohren macht. Warum macht er das? Weil dort jemand sitzt, der für seine Arbeit oder für sein Hobby, für das Musizieren etwas braucht, was vielleicht so ähnlich aussieht wie die Dinge, die wir hier in der Vitrine sehen. Aus den Abdrücken werden Gehörschützer oder Monitore, In-Ear-Monitore. Also kleine Lautsprechersysteme im Ohr, die die Floor-Monitore ersetzen oder ergänzen. Wenn wir hier ein bisschen weiter runter gucken, da sehen wir ganz unten Produkte, die für jedermann scheinen. Und ganz unten sehen wir einmal hier ER20 Small. Das sind ganz kleine Gehörschützer, darum der Name Small, die auch für kleine Ohren geeignet sind, also auch für Kinder. Und damit möchte ich ganz kurz einen Sprung machen zu anderen Dingen, die die Firma HearSafe macht. Ja, wir machen Gehörschutz. Nicht nur, wie man hier sehen kann, für die Bundeswehr Big Band und viele, viele andere Orchester, sondern eben halt auch für Kinder und Jugendliche. Und damit verbinde ich einen Aufruf an Sie als Musikschulleiter, als Musiklehrer, dass Sie die Idee des Gehörschutzes methodisch, didaktisch auch in Ihre Ausbildungsbemühungen und in Ihr erzieherisches Tun aufnehmen. Ich denke, dass Sie, wenn Sie Musik vermitteln, neben der Freude an der Musik und dem Wissen, wie man die Instrumente spielt, auch vermitteln müssen, dass man auf die Ohren gegebenenfalls ein bisschen aufpassen muss. Und damit gehen wir gerade nochmal zurück auf diese Folie. Aufpassen, warum? Weil in den unterschiedlichen musikalischen Settings es unterschiedlich laut ist. Und man sollte ungefähr wissen, wie laut es ist, um zu wissen, ob man überhaupt in einem Bereich tätig ist, der potenziell gefährdend ist. Ich kann ja hier jetzt mal runtergehen und überleiten zu Dingen, die man wissen sollte. Das nämlich, es ist ganz banal, es leiser wird, wenn man von irgendetwas weg ist, was laut ist. Manche Dinge blasen einem einfach die Ohren weg. Ein Wissen darum, was dann wirklich gefährlich ist für die Ohren, ist in der Praxis häufig nicht vorhanden. Wir glauben den Aussagen aus den Medien. Die jungen Leute heute, die machen sich alle die Ohren kaputt mit Diskothek, Walkman und Konzertbesuch. Wir haben dafür tatsächlich, wenn man sich inhaltlich mit den Dingen ein bisschen intensiver beschäftigt, keine wirklich zuverlässigen Belege. Dennoch haben Sie zum Beispiel in der Musikschule durchaus auch Situationen, in denen jemand gerne ein Kind, Kinder Musik machen möchten und die Eltern sich Gedanken darüber machen, ob das nicht möglicherweise gefährlich ist für die Ohren. Diese Ängste zu nehmen und mit dieser Angst in den beruflichen Alltag des Lehrers und im pädagogischen Umgang mit den Eltern und Kindern eine Antwort zu finden, dafür steht HearSafe und dafür kommen wir gerne auch zu Ihnen in Ihre Musikschule. Vielleicht bis dahin oder bis zum Musikschulkongress in Bamberg in ein paar Tagen. Tschüss.